Ja, hallo an euch da draußen. Willkommen zurück zu einer neuen Partie GeoGuessr. Wir spielen heute Battle Royale Countries. Hoffentlich können wir so ein bisschen die Afrika kunden, die ich ja im letzten Video erklärt habe. Ja, hier ein bisschen zeigen. Hier sieht man es mal gar nichts. Okay. Earth Station. Ja, da ich sofort das Auto aus Uganda. Kommt ja wie gerufen. Also es werden weitere Videos kommen. Als nächstes habe ich mir überlegt, Lateinamerika zu nehmen. Was also alles aus Südamerika beinhaltet und da nochmal alle Tipps zu erklären, das wird deutlich umfangreicher sein. Ja, aber da konnten wir schon mal wunderbar anwenden. Gut, die meisten wissen es auch, kennen das Auto. Ja, nichts weiter so zu sagen. Wir werden uns wahrscheinlich auch in der Nähe von. Achso, war eben durch ihn zu sehen, aber ich habe nicht hingeguckt, in der Nähe der Hauptstadt Kampala befinden. Genau, also Lateinamerika wird das nächste sein, aber das wird deutlich schwieriger, denn ja, ein paar mehr Länder. Es gibt schon Hinweise, aber dann kann man es nicht auf ein Land meist runterbrechen. Oft sind es da mehrere Länder, weil verschiedene Autos zu mehreren Ländern gehören. Vielleicht haben wir ja auch noch so eine Runde. Das sieht so aus, als wenn wir hier als Tracker unterwegs sind, wenn es hier so drei Pfeile gibt. Oder auch nicht. Oder doch? Was haben wir denn hier? Hier ist das. Das. So ein Akzent. Den hätte ich jetzt hier nicht erwartet. Okay, schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Müssen ja nicht hetzen. Also wir sind ja als Tracker unterwegs. Ist das einfach Costa Rica? So eine typische Region. Was sagen die Nummernschilder? Ja, das sieht auf alle Fälle amerikanisch aus, also Costa Rica wäre ja dann nächstes Mal auch dabei als Tracker. Also da gibt es keine offiziellen Autos, die hier rumfahren. Und ja, dann ist man ja oft in so einen Parks und es sah schon so amerikanisch aus, Mittelamerika. Ja, das wissen die anderen anscheinend nicht so gut. Okay, zumindest Kolumbien. Ja, also kann natürlich auch hier fieserweise auch einen Tracker geben, der dann in Chile zum Beispiel unterwegs ist oder Argentinien. Aber das hier ist das klassische Costa Rica. Ja, Mexiko könnte auch sein. Ja, ich weiß nicht, was ich hier noch sagen soll. Nächste Runde. Was ist das hier für ein Nummernschild? Ich kann es nicht klar erkennen, ob das überhaupt ein europäisches ist. Ich glaube nicht. Nee. Gen 4, Argentinien. Quatsch. Nicht Argentinien, sondern USA oder Kanada, vermute ich hier. Quetzal Avenue. Ist das Kanada? Blaue Schilder eher in Kanada, finde ich, von den Straßennamen. Gibt sicherlich Ausnahmen. Sonst wäre ich eigentlich auf die USA gegangen. Die Nummernschilder eher immer so ein bisschen trist, ein bisschen nur weiß. In USA sind sie auch farbenfroh aus den verschiedenen Staaten. Wenn sie eher so trist weiß sind, gehe ich eigentlich immer auf Kanada. So, das ist UK oder Ireland. Was welches von beiden? Das Haus da hinten sieht irisch aus. Da. Graues Dach und so weiß-grau. Aber das gibt es gesagt genauso in der UK. Der große Unterschied sind halt die Rückseite der Autos. In der UK werden sie gelb, in Irland ist es weiß. Vorsicht, vorne ist aber beides weiß. Aber wenn man die Autos von hinten sieht, kann man es dann ausmachen. Ja, also hier sind weitere solche Häuser. Hier vor allen Dingen weiße Häuser, graue Dächer. Auch so beige geht also auch, aber wie gesagt, auch in der UK natürlich zu finden. So, und schon sind wir im Finale. Wir blicken hier auf eine und, ja, nicht viel zu sehen. Okay, Osteuropa, Bulgarien. Glaube schon. Ja, und gewonnen. Erste Runde geschafft. Gleich einer hinterher.
Gut, eine Afrika-Runde hatten wir dabei. Mal gucken, ob noch weitere dazu kommen, die ich wieder bestellen kann. Die Akzente nur über ein A, Ö, das ist Ungarisch. So richtig komplizierte Wörter, so eine Dang. Mit SZ und Ö und dieses A und dieses AG hinten hat man sehr oft. Ja, und Gen 4, hervorragende Kameraqualität, oft erkennst du an dem blauen Auto. Die Bollards, den man kennt, man sieht, auf der anderen Seite müsste er rot sein. Ja, zum roten Reflektor. Ach, und das Schild habe ich gar nicht gesehen. Wenn man nah genug ansieht, das sind die typischen ungarischen Zeichen. Gut. Also die Bollards, da muss ich vielleicht auch mal eine Folge machen. Ganzen unterschiedlichen Bollards, die alle nochmal, das ist also absolut hilfreich, wenn man die kennt. Da kann man irgendwo stehen und hat nichts anderes, aber man sieht solch einen Bollard und dann kann man das oft aufs genaue Land herunterbrechen. Ist trotzdem manchmal nicht ganz leicht, aber da gibt es auf alle Fälle ein paar Bollards, die man unbedingt kennen muss. Ja, also Europa sind so viele Länder, werde ich auch nochmal ein Video machen, aber da sind so viele Hinweise, das dann wirklich zu ordnen, was da alles in meinem Kopf schon fest verankert ist und dann euch mitzuteilen, das wird schwer. Diese Autos und diese Poles dazu. Oh, diesen Menschen kenne ich. Einen grünen. Anzug, wir sind gar nicht im Auto unterwegs. Wie war ich kurz irritiert? Die sehen nämlich sehr französisch aus. Ja, hier, den habe ich schon öfter gesehen in Madagaskar. Hier läuft er vor mir auf dieser Straße. Ist mal die gleiche. Genau, er läuft und läuft. Erklärt anscheinend auch ein bisschen. Genau, wenn man das weiß, Madagaskar. Gibt es also auch nur Tracker. Wir sind also wieder in Afrika. Hatte ich gar nicht erklärt in meiner Afrika-Runde. Gut, dass dazu kommt. Mal gucken, ob das irgendein anderer weiß, aber die haben alle ihre Joker. Die werden sie sicherlich dann irgendwann einsetzen. Ich glaube, von selbst kommt man sonst nicht drauf. Man ist nicht so in Erwägung gezogen. Laufen wir hier lang. Anscheinend laufen wir sehr lang. Sehr lang hier lang. Ja, also auf Französisch wird hier gesprochen. So, er benutzt den Joker. Gucken, ob die anderen noch nachziehen. Wilde Guesses. Nochmal zweimal der Joker. Und jetzt sind wir zu dritt. So, wir sehen gleich einen Pole. Den man nicht so richtig erkennen kann. Okay. Links verkehrt. Ah, ne, wir haben den Motorradfahrer. Wir sind in Vietnam. Ja, also Motorradfahrer, ganz typisch. Und dann diese 100.000 Akzente über den Buchstaben. Gelbe Mittellinie, USA, möglicherweise Kanada. Gucken wir wieder auf die Nummernschilder. Sind sie eher trist? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist Kanada. Ansonsten bin ich bereit. Hoffentlich verlieren wir jetzt nicht dadurch. Ja, ist richtig, hat er auch gewählt. So, weiße Mittellinie. Bergig, Lesotho. Ja, das müsste Lesotho sein. Ja, mit diesen Plateaus dort hinten. Hatten wir ja hier im letzten Video auch erklärt, ne? Ansonsten, ja, typische Lesotho. Und gewonnen. Alles klar? Wieder in Afrika. Zwei gute Runden gehabt. Und versuchen es gleich nochmal. Okay, gelbe Mittellinie. Ups, was ist jetzt passiert? Jetzt bin ich hier gefangen. Ich wollte gerne das Schild da hinten sehen. Also ich vermute die USA tatsächlich. Ja. Ja, also. Ist immer die Chance, dass es auch Kanada sein könnte, aber es gibt verschiedene Hinweise, zum Beispiel, ob die Linie doppelt hier gezogen ist oder nur einfach, aber das ist so oft auch nicht hilfreich.
jetzt eher schon, wie sieht die Landschaft aus? Also diese Berge hier. Das ist eher für mich USA. Nummernschilder. Ja, wir haben hier sowas Schwarzes oben dran. Ich kann die zwar nicht alle auswendig, aber das habe ich in Kanada jetzt nicht gesehen. Da sind es ja diese Weißen vor allen Dingen. Auch nicht in allen Bundesstaaten dort, aber oft. So, Italien oder Albanien? Albanien. Blauer Streifen links und rechts und aber nicht keine schmalen Kennzeichen. Haben wir auch Rifts? Nein, gibt es eigentlich auch oft in Albanien. Ja, und dann noch die alten Plates mit so einem roten Streifen hier drüben, gerne auch hier die blauen. In Italien, wie gesagt, ist das Kennzeichen vorne ganz schmal im Vergleich. Hat aber auch zwei blaue Streifen. Ja, und die Sprache ist natürlich nicht italienisch. Gut. Ja, so viele europäische Länder, die dabei sind. Straßenname für Albanien, wenn wir gerade dabei sind, ist Ruga mit Doppel-R. Kann man also auch daran erkennen. Auch diese Straßenbezeichnungen sind super wichtig, um hier die einzelnen Länder zu erkennen. Dann gibt es über dem E oft zwei Punkte. Das ist in Albanien auch typisch. Vielleicht erzähle ich jetzt über jedes Land so ein bisschen was, wenn die anderen noch ein bisschen brauchen. Okay. Ein nordisches Land, Schweden vermute ich mit dieser Antenne. Also Norwegen hat nicht diese gelben Zeichen. Habe ich hier nicht einen Straßennamen gesehen? Nein, diese Poles, das ist immer sehr schwer. Ups, das ist gar nicht richtig. Das ist doch Finnland, okay. Also Norwegen kann es nicht sein, hat nicht so eine gelben Zeichen. Ich hätte dieses Auto, die verbinde ich eigentlich sehr mit Schweden. Das gibt es meiner Ansicht nach sowohl in Schweden und Finnland. Auch kein Merkmal an dem Fußgängerüberwegzeichen hätte man es noch erkennen können. So, erster Eindruck war Portugal. Okay. Keine Plates. Spanien ist weg. Griechenland könnte es auch noch sein. War das vielleicht ein griechisches Zeichen? Also Gentoo. Das muss man hier gessen. Italien ist weg. Gut. Versuchen wir es mal mit Griechenland. Ja. Für Portugal haben mir die Poles gefehlt. Ähnlich wie in Brasilien. Hätten die so eine Treppen. Kommen wir ja dann im nächsten Video zu. Wenn ich es mir in Lateinamerika versuche. Ja, Portugal. Man hat oft noch so einen gelben Streifen an der Seite. Den habe ich aber auch nicht gesehen an den Autos. Daran kann man es auch erkennen. Hier haben wir Norwegen. Wie schon oft erklärt. Diese gestrichelten Linien an der Seite, die sind eher lang. In Schweden werden sie kürzer. Gen 4 gibt es aber auch nur eher in Norwegen, nicht in Schweden. Und diese ganzen Hügel sind auch typisch norwegisch. Gelbe Schilder hat man hier. Okay, das ist ein blaues, aber für die Angaben gibt es gelbe Schilder. Okay, war nochmal ein blaues für die Ortsangabe. Ich habe jetzt hier irgendwie mal so ein gelbes erwartet, was so zur nächsten Stadt zeigt. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Dann bleiben wir hier. Genau, grüne. Nummernschilder, gerne an gewerblichen Fahrzeugen. Ist auch ganz typisch norwegisch. Ja, ansonsten viel Wasser, viel Wald, viel Berge, rote Häuser. Wie gesagt, aber auch in Schweden vor allen Dingen rote Häuser. Das sieht lustig aus. Auf alle Fälle ein paar Partybrillen dabei und ein Partyhemd an. Okay, was ist das? Bin noch unschlüssig, ob Südamerika oder Europa mit diesem Auto hier. Würde ich sagen, Bulgarien. Also winterliche Aufnahme, Herbst, Winter, typisch für Bulgarien. Auch so eine Antenne und da ist hier so ein Tape dran, was hier anscheinend ein bisschen abgeknabbert aussah. Auch typisch zum Beispiel für Bulgarien, gibt es aber auch Tschechien, muss man aufpassen.
zum Beispiel in Tschechien. So, sind wir hier mit dem Auto unterwegs? Stoppzeichen. Stoppzeichen, also USA wieder oder Kanada? Also ist da mit USA. Ja, ist korrekt. Okay, nicht viel Zeit. Rotes Zeichen. Weiß, Bolivien, Peru, Chile. Oh, Stangen. Dann ist es die Dominikanische Republik. Ja, also diese Stangen mit dem weißen Auto gibt es in der Dominikanischen Republik. Und ich glaube, das war der dritte Sieg in Folge. Ja, wie lange machen wir das jetzt, bis ich nicht gewinne? Mal schauen, ob das jetzt so weit ist. Ich würde mal sagen, machen wir mal noch die Partie. Mal gucken, wie schnell das vor allen Dingen geht. Hängt ja mal ein bisschen von der ersten Runde ab. Ah, lange Antenne. Rote Zeichen. Interessant, so aus der einzige. Haben wir gar keinen blauen Streifen hier an der Seite. Ist das dann Island? Braut? Da war ich mir jetzt nicht sicher bei dieser Endung hier, habe ich auf alle Fälle schon gesehen, ist auf alle Fälle isländisch. Also keine blauen Streifen an der Seite, das Auto mit der langen Antenne. Gata, genau, das ist eher typischer für Island. Also das andere ist sicherlich auch typisch. Aber das sagte mir mehr, wir haben hier diesen dieses D mit diesem Strich hier, da und da. Das ist auch nur in Island der Fall. Ja, diese gelben Schilder, ich habe jetzt noch so ein anderes, suche ich eigentlich, wo man es noch deutlicher sieht. Sonst sind wenig Bäume. Das ist jetzt wirklich von Norwegen, Schweden und Finnland noch zu unterscheiden. Die haben alle natürlich einen blauen Streifen an der Seite. Da bin ich mir nicht sicher, gibt es glaube ich auch in Dänemark auch so ein Land. Ja, dieser also der umständliche Name hier. Da ist das D auch mit dem Strich auch als Großbuchstabe. Das gibt es nur in Island. So, wir sehen das Brücke. Gent vor. Frankreich ist mein erster Gedanke. Tschechien vielleicht auch. Und das hier sieht tschechisch aus. Ups. Ah doch. Ja. Ich dachte, das ist falsch. Aber die Zeit war noch gar nicht. Ist im ersten Bereich aus. Vorbei. Also, das sieht hier irgendwie ja so tschechisch, slowakisch aus. Aber in Slowakei gibt es keine Gen 4, die gibt es nur in Tschechien. Muss immer mehrere Clues zusammennehmen und dann festigt sich das Bild, wo man sein kann. So, das ist schon wieder ein Tracker, vermute ich. Sieht europäisch aus. Toll, irgendein Freizeitpark. Hier war irgendwie Sprache zu sehen. Sukaburg, Arbeien. Ist das belgisch oder holländisch? Holländisch, okay. Ja, okay. Ja, also hier in solchen Parks, Museen versuche ich immer sofort irgendwie Schrift zu erkennen, gar nicht mehr so weiter umzuschauen, weil das, die Architektur hilft dir gar nicht. Das ist ja irgendein Park, der irgendein Vorbild halt eingerichtet wird, der muss ja überhaupt nicht so aussehen. Hier haben wir Bollards, sind das die Schweizerischen? Haben wir, glaube ich, eine tiefer gelegte Kamera. Ja, ich denke schon. Schweiz. Tiefer gelegte Kamera. Bollards, ähnlich in Luxemburg, Portugal, Deutschland. Aber das müsste Schweiz sein. Gut, kennen Sie denn nicht die Bollards? Offensichtlich nicht. Ja, also man sieht, vielleicht seht ihr das, diese weite Blur, weil das Auto so tief liegt. Maximum 30 Angabe im Kilometer pro Stunde gibt es nur in Kanada. In USA würde Speed Limit stehen und dann wären 30 Meilen vielleicht ein bisschen schnell. Hierfür, so kann man sich dann auch ein bisschen merken. Keine Frontplates gibt es in verschiedenen kanadischen Ländern. Okay, das wusste er. Eine Brücke.
Portugal kommt mir wieder in Sinn, Spanien. Haben wir mal so ein Schild. Was waren das für Schilder? Waren das spanische? Italienische? Oh. Nein, Portugal? Okay, Portugal, Glück gehabt. Er ist auf Italien gegangen, wollte ich als nächstes tun. Ja, Spanien, Portugal. Also schwer. Italien, Griechenland. Puh, Italien. Würde ich mal vermuten. Sind wir hier in Neapel? Verona. Natürlich in Venedig. Okay. Oh, das haben alle sehr schnell erkannt. Wo sind die Firmen? Dann gucken wir mal hier weiter. Gen 4, gelbe Schilder. Das norwegische müssen, könnte noch Schweden sein. Schweden. Verleiten, ja. Gen 4 auch in Schweden, nicht nur in Norwegen. Und in Norwegen müssten das immer weiße Schilder sein. Also weißer Hintergrund, kein gelber Hintergrund. Deswegen bin ich auf Schweden gegangen. Wir haben hier wieder die roten Häuser. Typisch. Also, wenn man sich weiter umschaut, Wägen mit Ä. Straßenname für Schweden, das sind typische schwedische Zeichen. Wenn Wegen mit E wäre, statt mit Ä, dann wäre es Norwegen. Schweden, also mit mehr S, auf alle Fälle immer unterwegs, auch bei den Ortsnamen. Achso, und hier haben wir auch wieder die kurzen gestrichelten Linien. Okay, Norwegen und Svalbard versucht, der alte Trick, um Gegner abzulenken vom falschen Land. Das sowas mache ich nicht. Bin anfangs gerne drauf reingefallen. Also Rumänien und Tschad. Und gibt es noch andere, die man da auch nehmen kann. Die Flaggen also entweder völlig gleich oder sehr, sehr ähnlich aussehen. Okay. Netherlands. Gelbe Nummernschilder vorne und hinten und auch Gen. Vor wollte ich sagen. Müsste Gen vorgewiesen sein. Sah gar nicht so. Sah ein bisschen aus wie Gen 2. Überlegt, ob das in der Mitte Gen 3 ist, aber. So, das ist Österreich. Schwarzer Hut oben auf und solcher Schwarz. Schwarz unten noch gibt es nur in Österreich. War das auch wirklich schwarz? Sonst gibt es die noch in Slowenien zum Beispiel. Ja. Also, wenn es rot ist, können es noch andere Länder sein. Aber wenn es hier so einen schwarzen Bereich gibt, muss es Österreich sein. Also, Bollard sind wichtig zu wissen. Typisch. Australisches, wollte ich sagen. Österreichisches Zeichen. So, wir haben dunklen Boden. Doch nicht so dunkel. Eieiei, was mag das sein? Also mein erster Eindruck war Griechenland tatsächlich. Bin mir aber da nicht so sicher. Italien ist weg. Was ist das für ein Plate? Ach, der kommt aber auch keinen Schritt näher. Also in Griechenland weiß ich, als ich hier die Speedruns probiert habe, dass da die Kamera gerne so lahm ist, ist aber gar nicht Griechenland. Ja, dann könnte es noch Spanien sein. Versuche ich es da. Portugal ist es auch nicht. Sind hier Rifts zu sehen? Ja, was soll das dann sein? Oh nein, er benutzt seinen 50-50-Joker. Scheide ich jetzt deswegen aus? Nein, Albanien hat er genommen. Na dann ist es bestimmt Montenegro. Super. Also, wenn jemand den 50-50-Joker versaut, dann sieht man ein Land, was sehr in der Nähe ist. Brasilien, glaube ich. Argentinien, Brasilien. Okay, und Finale, Vilnius. Vilnius ist Lettland. Ich muss mal überlegen. Nee, Litauen. Gut, Gott sei Dank kann man es ja nochmal sehen.
das wird er auch wissen oder schnell gefunden haben. Okay. Schwarzes Auto. Argentinien, Uruguay, Peru, Südkorea. Das sieht nach Peru aus. Ja. Diese schwarz-gelb gestrichelten Schilder. Ich werde es beim nächsten Video nochmal erklären, wenn es um Lateinamerika geht. Gibt es nur in Peru. Das hat er auch gewusst. Also ja, er weiß sein Zeug hier auf alle Fälle. UK, Spanien, Frankreich. Frankreich? Oh, Italien. Ah, okay. Gut, damit habe ich verloren und das war dann auch die letzte Runde. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!